So, hallo, und zwar mache ich heute ein Video über eine Spezialaxt, und zwar ist das die sogenannte Jagdaxt oder Jägeraxt. Die schaut jetzt so aus, die gibt es in verschiedenen Ausführungen, also immer auch armlang, dass man damit auch ein bisschen was arbeiten kann. Und jetzt kommt das Special, die andere auch noch mal. Warum ist das eine Jagdaxt? Schon geschnitten. So. Hier Försteraxt und hier normale Axt. Wenn man jetzt hier schaut, sieht man, dass der Rücken nicht mehr eckig ist und auch nicht rau, sondern abgerundet überall. Ja. Form ist hier auch ein bisschen anders, und zwar mit der normalen Axt fällt man Bäume und so weiter. Und mit dem Ding hier, das ist deshalb so abgerundet, dass man das Tier aus der Decke schlägt, sagt man da. Das heißt also, dass man ein Tier damit häuten kann. Also normalerweise ein relativ großes Tier. Also mit dem Reh braucht man da jetzt mit der Axt nicht rumfuchteln. Wildschwein haut auch nicht hin, weil man das muss man abschwarten. Aber für Rotwild und so Rentier, gerade in den nordischen Ländern. Und zwar kann man die dann auch so greifen, jetzt zum Beispiel hier bei der Wetterlings, und kann dann, wie gesagt, damit an zwischen Haut und Fleisch arbeiten und da praktisch dann so das, ja, sagen wir, das Fell vom Fleisch trennen. Man kann also dann auch so, sich so runterarbeiten. So, jetzt zum Beispiel bei der Wetterling schön gemacht, die hat hier so einen richtigen Griff, wo man mit der Hand reingeht und kann dann praktisch so arbeiten, entweder beim Ausbalgen oder wenn man sagt, hier für feine Arbeiten. Bietet sich natürlich so ein Griff dann wunderbar an. Geht jetzt natürlich mit einer normalen Axt auch, aber da hat man einfach nicht so den, finde ich jetzt nicht so den Griff. Und natürlich ist die Klinge auch etwas schärfer. Das Blatt ist natürlich auch so geformt, dass man die üblichen, sag mal, Revierarbeiten machen kann. Also Baumstämme glätten, das geht also mit dem leichter. Als mit so einer Axt, weil ich dann natürlich da immer tiefer reinkomme. Aber das sieht man jetzt eher schon recht schön. Ist derselbe Stahl, also dieselbe Firma, und doch ein erheblicher Unterschied. Wie gesagt, natürlich sieht man auch von der Stärke her und von der Form, dass die natürlich jetzt nicht dafür ausgelegt ist, da riesige Bäume mitzufällen. Das ist also so ein kleines Allround-Ding, womit man sich einen Unterschlupf baut, wie gesagt, Tiere abhäutet oder hier durch diesen Griff Ersatz für ein großes Messer. Da kann ich richtig schön reingreifen und kann so mitarbeiten. Ja. Noch diese Axt hier, das ist jetzt zum Beispiel mal von der Firma Hultafors. Das ist auch ein sogenanntes Jagdbeil. Das sieht man jetzt hier auch abgerundet. Kann ich auch so schön hingreifen, wobei sich die natürlich etwas filigraner ist, aber das muss jeder selber wissen. Und die ist halt dann normal zum Arbeiten und nicht wieder so zum Glätten. Also das ist doch bei denen von der Form einfach, von den Standard-Äxten einfach ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, natürlich kann ich dann mit denen dementsprechend auch schneiden, hacken, und wie man jetzt sieht, alle armlang. Und da ist ein gutes Mittelding. Das
Die ist vom Kopf her etwas leichter, aber wäre so für den Rucksack oder für eine Trekkingtour auch ideal. Also wäre so mein Favorit wahrscheinlich. Und hier das normale Outdoor-Beil. Gibt es natürlich je nach Typus verschiedene Lederscheiden. Wie gesagt, die werden ja nicht am Mann getragen, sage ich jetzt mal, sondern die kommen in Rucksack oder in Jeep. Also haben die auch hinten keine Gürtelschlaufen oder sowas, sondern die werden einfach im Rucksack getragen oder kommen hier irgendwo ins Fahrzeug rein. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen den Unterschied zwischen einem Jagdbeil und einem normalen Outdoor-Beil erklärt. Also einmal hier Jagdbeil, wichtig, abgerundeter Kopf zum Häuten, keine scharfen Kanten. Bei der ein bisschen griffiger, dass man für feine Sachen auch arbeiten kann. Und der Schliff ist hier halt etwas steiler und schärfer gemacht und das ist schon fast, ja, also der jetzt eher ballig und das ist eher, naja, weiß nicht, ob man es hier sieht. Hochgezogener, also die ist schärfer, wird aber auch schneller stumpf natürlich und die ist eher für die Holzarbeit ausgelegt, die, wie gesagt, leichte Holzarbeiten und dann Wild. Ja, das war's also wieder mal. Vielen Dank, macht es gut, euer Waldläufer.